Hallo miteinander. Wie ihr am T-Shirt erkennt, geht es heute um Godox. Und zwar geht es um die Godox FL60 Flexible LED Light. Viele kennen von Westcott Version, von so einem flexiblen Licht. Ist nicht ganz günstig. Und da hat ja Godox an der letzten Fotokina erste Muster ausgestellt und das wären jetzt eigentlich die fertigen Sachen. Ich tue euch jetzt da schnell einfach ein bisschen auspacken, was in dieser Kiste, Tasche alles dabei ist, wenn man so ein Licht bestellt. Damit man das ein bisschen sieht. Das ist jetzt Netzteil, Steuereinheit. Dann haben wir RCA5 Fernbedienung, das Netzkabel. Wir haben eine Anleitung und wir haben eine Papierrolle. Coole Verpackung, muss ich sagen. Und wir haben hier drin auch. Das ist mega cool. Wir haben hier drin das LED-Licht und ich würde mal behaupten, wir machen doch jetzt einfach gerade mal so den Live-Test. Okay. Wie funktioniert doch das? Okay. So. Und jetzt kommt mein Assistent zum Einsatz. Der kann mir vielleicht einmal da das Kabel muss auf der anderen Seite schnell in die Steckdose einstecken. Jetzt seht ihr mal, wie gut wir vorbereitet sind. Da unten. Gerade unten dran. Weil ihr wollt ja sicher auch sehen, wie es leuchtet. Eigentlich wollte ich sehen, wie es leuchtet, aber ist gleich. Also, dann haben wir hier auch wieder die gleiche solche Version wie die, die das Aperture-Licht haben, kennen. Man steckt zuerst den Netzteil ein und nachher steckt man den Teil am Controller ein. Vom Kabel her finde ich, hat es eine relativ gute Länge. Also, sprich, das ist etwa einen Meter. 1,40 m. Dann schauen wir noch mal, was passiert, wenn man das einschaltet. Ob etwas passiert, ob nichts passiert. Ich glaube, das ist die Steckdose, würde doch nicht funktionieren, Konrad. Ja, es hat eine, die nicht funktioniert. Da hat es eine Indikationsleuchte, leuchtet grün. Boah, okay. Also das wäre jetzt 100% gewesen. Jetzt sind wir da auf 100, also auf 10%. Wir haben 5600 Kelvin. Ich kann wechseln zwischen 5,6 und 3300 Kelvin. Das ist jetzt 100% von dieser Leuchte. Es gibt nachher auch noch Softboxen dazu, die rauskommen. Perfekt. Also, ich finde, da haben sie wieder etwas ganz Gutes gemacht. Man kann die Leuchten. Ich nehme sie jetzt mal schnell da weg. Man kann die natürlich auch nachher irgendwo. Da hinten hat es so. Das ist so wie ein. Wie so ein Velcro kann man sie auch mit doppelseitigem Klebeband irgend an die Decke rauf, dass es quasi von oben runter könnt leuchten. Oder ihr legt sie einfach irgendwo rein, damit ihr Licht vorne habt und könnt dann entsprechend einfach mit dem Licht rauf. Also,
Da gibt es tausende von Einsatzmöglichkeiten. Aber ihr seid ja alle so kreativ, ihr werdet da sicher super Sachen herausfinden. Und cool ist natürlich, wenn ihr mit denen etwas macht und uns ein Making-of-Bild dazu schickt, sind wir auch nicht ganz unglücklich, weil dann sehen wir auch, wie das Ganze im Einsatz ist und haben wieder mehr Ideen, was wir vielleicht den Lieferanten noch sagen könnten, was sie noch machen sollen. In diesem Sinn wünsche ich viel Spass mit diesem Teil, wenn ihr es gekauft habt, und sonst einen schönen Tag. Ciao zusammen. Ha, da bin ich wieder. Etwas habe ich noch vergessen. Wenn ihr mal keinen Strom habt, dann könnt ihr einen V-Mount-Akku nehmen. V-Mount wegen dem Mount. Und tünt den da hinten drauf. Und schon betreibt ihr ihn völlig autonom, ohne irgendwie eine Stromversorgung. Wir haben die von Batona im Sortiment mit 6600 oder 13200 mAh. Und wir haben jetzt noch nicht ausprobiert, wie lange das hält, aber ich glaube, die hält ziemlich lang. Also, jetzt habe ich fertig. Ciao zusammen. Ha, einen habe ich noch. Ich habe vergessen, euch zu sagen, was für Grössen es gibt. Also, das, was ihr hier seht, ist FL60. Das ist 35x45. Dann gibt es ein FL100. Das ist 45x60. Und jetzt wird es kompliziert. Dann gibt es ein FL150S wie Susan. Das ist 60x60. Und dann gibt es ein FL150R wie Rudolf. Das ist 30x120. Die vier Modelle gibt es im Moment. Wir haben ein paar im Moment schon da. Größere Mengen kommen noch. Die Softboxen, die man vorne nachher drauf machen kann, damit es leicht ein bisschen diffuser wird, die kommen erst mit der nächsten Lieferung. So. Ich gebe fertig. Flasche hast du leer. Hast du noch etwas? Nein. Denk darüber nach. Vielleicht hast du noch etwas. Gibt es noch irgendwelche Stängel, die du irgendwo anstellen kannst? Ah! Gibt es mit der nächsten Lieferung so ein Tamil, wo es dann hält oder so? Nicht rassendiskriminierend werden. Wir müssen da genderneutral sein. Nein, ihr könnt natürlich, das ist ein guter Input, ihr könnt das natürlich auf eigentlich jedes Stativ, das einen Spiegelanschluss hat, wobei es hat ja da den Halter dabei, wo ihr es entweder so oder so reinmachen könnt. Und dann könnt ihr es auch drehen, kippen. Also von dem her, ihr habt da eigentlich alle Möglichkeiten. Ihr habt auch da, das habe ich vorher vielleicht noch nicht gesagt, ihr könnt den quasi hier einhängen und dann könnt ihr da das an ein Stativ machen oder wo auch immer. Und das ist eigentlich eine sehr clevere Geschichte, die sie da gemacht haben. Und jetzt ist Vinito, La Commedia.